Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Good Old Times mit SimCity 4. Und ja, wir beobachten gerade die beim letzten Mal angelegten Flächen werden sofort bebaut. Das ist natürlich krass. Was haben wir hier? Simlet Orange. Auf dem Friedhof mit ihm. Ich glaube, ich nehme Dr. Who. So, wo muss ich denn da hin? Ich glaube, der Friedhof ist oben angeschlossen an der Hauptstraße. Okay, wunderbar. Wo müssen wir jetzt hin? Hä? Ich bin doch da gar nicht dagegen gefahren. Okay, mein Auto hat einiges an Schaden bekommen. Ist natürlich blöd. Da ist noch die Schule im Weg, das heißt, da müssten irgendwann danach Kosten in die Hand genommen werden, die Schule umzulegen oder umzubauen. Das sind natürlich schon massive Kosten. Hey, man biegt nicht von der rechten Spur, biegt man dann links ab. Was ist denn das eigentlich? Oh, fuck. Hallo, auf geht's. Oh, ich habe fast kein Leben. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich jetzt noch irgendwo hin muss. Ich hätte jetzt schön gewartet, das ist gut. Cool. Ein Militärstützpunkt? Wait, what? Die Sim Nation zahlt, wenn sie einen Stützpunkt in der Stadt erreichen darf. Moment. Ja, okay, dann nehmen wir das halt mal an. Ich hoffe, dass das Spiel nicht abstürzt. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich dachte, ich habe Shift schon angemacht, aber anscheinend nicht. Ja, da fahre ich jetzt ohne Shift rüber. Ah, ihr wollt eine Eröffnungszeremonie mit dem Bürgermeister haben, oder wie? Ach so, weiter geht's! Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Gib Gas, das ist eine Schnellstraße. Ich finde die Idee, muss ich sagen, nicht schlecht, da jeweils ein Feld Platz zu lassen zwischen Schnellstraße und den ganzen Häusern. Das habe ich so noch nie gemacht. Ich bin mal gespannt, ob da die Bürgermeisterbewertung etwas höher bleibt, denn die Leute beschweren sich, oder die Sims beschweren sich natürlich immer, dass eine Schnellstraße zum Beispiel viel Lärm macht. Ja. Und auch, glaube ich, unter Luftverschmutzung zählt. Das bin ich mir aber aktuell gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall gehört es zum Lärm. Wehe, noch eins. Alter. Ich habe gesagt, wehe, noch eins. Da steht was. Oh, der biegt auch links ab. Oh, okay. So. Geh mir aus dem Weg. Sie, was? Es bleiben noch zwei Ziele. Um Gottes Willen. Wo willst du hin? Bitte, aber schick mich, wenn ich jetzt dann da unten bin, nicht wieder hoch.
Also stellt euch mal vor, die ganze Map ist bebaut und du machst solche Sachen. Gottes Willen, da musst du von einem Ende der Map zur nächsten. Hallo, 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 hallo. So, bitte, bitte, bitte. Wo muss ich jetzt? Ah, okay, das geht, das geht. Guck mal, bei deinem Nachbar war ich vorhin. Hättest du auch sagen können, dass du auch eine Einweihung machst. Mensch. So, was bekomme ich jetzt? Nix. Wow. Aber Moment kurz. Hier oben. Oh, fuck. ABC Bildung tut nicht weh, Bürgermeister. Kosten-Nutzen-Rechnungen müssen nicht immer kompliziert sein. Eine ist zum Beispiel ganz einfach. Investieren Sie in Bildung und es entstehen neue Möglichkeiten. Außerdem werden die Sims dadurch zufriedener. Sie würden also dem Allgemeinwohl dienen. Fördern Sie die Bildung in Kartoffelhausen, indem Sie für gute Schulen sorgen und weitere Bemühungen finanzieren. ...550 müsste reichen. Große Schule bietet Lösung für Überfüllungsproblem. Monatliche Kosten 2000! Nee. Später, nicht jetzt. Jetzt ist die Nachfrage wahrscheinlich gar nicht mehr hoch. Fuck. Das sieht doch gut aus. Was sagt denn der Graf von Energie? Was ist das jetzt? Dächtiger Ambulanzfahrer. Nee, machen wir später. So, die Energie ist fast ganz oben. Oh, 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 das Geld für Wasser. Du kannst sie mit Geld bewerfen. Ich kann nicht speichern. Das nervt mich, wenn jetzt das Spiel abstürzt. Wie werdet ihr denn langsamer? Ich muss jetzt Geld werfen, okay. Rechts überholen, merkt euch, ist eine schlimme Angewohnheit. Oh, Busse muss man aufpassen. Ich glaube, da explodiert man gleich. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Okay, da bremse ich lieber. Nicht, dass du mir da irgendwo reinfährt. Gottes Willen, was ist hier los mit den Bussen? Lass mich immer abbiegen. Du kannst die mitgelb. Ich kann ein Rathaus bauen, das ist natürlich cool. Das kommt hier oben rein. Was haben wir denn als nächstes? Mein Gott, kranke Busfahrer. Nee. Ich speichere jetzt erstmal. So. Sehr schön. Ich habe gesehen, Junge Vater, ich komme gar nicht mehr nach. Wir könnten auf jeden Fall die Einnahmen mal hochsetzen. Oh. Sind wir ja fast auf null. Mal kurz schauen. Ganz geringes. Warum wollten ihr immer geringes haben? Also, eine Landstraße. Ohne nass kein Spaß.
nicht genügend Wasser? Bürgermeister, wenn Sie die Stadt verwalten wollen, müssen Sie auf die Stimme des Volkes hören und die wird immer lauter. Die Sims klagen, dass Schulen in Kartoffelhausen Mangelware sind. Sie sind alles andere als glücklich und zufrieden und fühlen sich allein. Gottes Willen! Ist so langsam mal gut mit den ganzen Belohnungen hier. Wo packen wir denn das jetzt hin? Das wird sich gut hier machen. Okay, Moment, 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 Moment. Die gut, aber die Bürgermeisterbewertung ist... Okay, Schulen. Dieser Straßenabschnitt. Okay, gut. Kümmere ich mich drum. Ohne Nass kein Spaß. Aber ihr habt doch... Ich habe das doch extra hochgesetzt. So, das kommt alles weg. So, nur noch die roten. Kein Problem. Denn dann mache ich hier oben eine weitere Grundschule rein. Flupp. Und wir haben ja als Geschenk aber nicht... Wir haben doch als Geschenk irgendeine große Schule. Ah, da ist die hier drin. Weiterführende Schule. Ah, okay. Moment, dann mache ich hier oben schnell. Nee, das ist blöd. Machen wir das in etwa hier. So, da setze ich dann... Nein, Bildung. Eine weiterführende Schule. Scheiße. Alter, was haben wir denn schon alles? Moment. Ich muss kurz angucken. Wir haben Bildung, zwei Grundschulen und eine weiterführende. Okay. Das heißt, wir machen eine städtische Hochschule. Okay. Okay. Wie sieht's aus mit dem Krankenstand? Das ist ja das große Krankenhaus. Das dürfte ja eigentlich einiges haben. Und wir setzen da oben nochmal. Ja, wir setzen hier mal so ein Blaser rein. Genau. Immer schön Geld ausgeben. Bildung. Bildung, achso, öffentliche Angelegenheiten. Jetzt nehmen wir mal das Wasser nochmal hoch. Und den Strom hoch. Nein, gehen wir nicht auf den Sack. So, ist gut. Genau, und dann wollt ihr schwach. Schwach und mittel. Wieso wollt ihr denn jetzt plötzlich das mittlere Einkommen, aber... Ob ihr das wollt... Was ist das jetzt? Hä? Hä? Seid ihr blöd? So. Oh, hier bekommt ihr dann auch mittleres. Geh mal weg.
Wie machen wir das? Müssen wir fast schon so machen. So, das ist alles das mittlere. Dann wollt ihr noch schwach. Das wollt ihr sowieso eh immer. Genau, dann ziehen wir mal hier eine Straße rein und wir ziehen eins weiter unten die Straße rein. So, das sieht ja schon mal gut aus. Schwach, schwach, schwach. Und hier setzen wir auch noch schwach rein. So. Ich glaube, wir müssen in die Richtung, genau, also in die Richtung auch erweitern. So, also, jetzt müssen wir mal gucken. Die Privatschule. Naja, müssen wir wahrscheinlich abreißen. Dann bauen wir das aus und bauen die Privatschule neu. Und zwar genau so. So, was sagt ihr jetzt? Ihr sagt noch nichts. Muss das immer. Ich glaube, es muss erst ein bisschen laufen. Genau, das, um das haben wir uns gekümmert. Das haben wir uns gekümmert und das haben wir uns gekümmert. Also das müsste eigentlich alles demnächst wegfallen. Jetzt ist die Frage. Okay, Brandfall ist natürlich hier unten schon ziemlich mies. Wie kriege ich denn das jetzt reingesetzt am besten? Fast schon hier. Tatsächlich. So, wir speichern, weil hier sind zwei Missionen. Spritzt die Katze nass. Oder hilft den Katzen. Na komm, wir machen mal das Böse. Das ist cool, weil wir können die Sirenen anmachen und dann gehen die uns aus dem Weg, eigentlich. Ja, wunderbar. Das wird wahrscheinlich als nächstes die nächste Engstelle sein, aber wir haben hier die Privatschule da mal Geld in die Hand genommen und haben sie versetzt. Jawohl, Krankenwagen macht der Feuerwehrplatz. So, da nach unten müssen wir. Das mit diesen Dead-End-Straßen ist natürlich. Das müssen wir vielleicht nochmal überdenken, ob ich das nicht da unten komplett nochmal umbaue. Achso, nein. Löschtrupp. Ach Gott, ich muss noch.
Moment. Ich muss noch weitere nass spritzen, das ist natürlich schon böse. Noch drei. Gott, das will. Aber ich frage mich, du musst ja solche Missionen machen, wenn deine Stadt klein ist, weil sonst. Gott, einmal über die ganze Map fahren? Nee, danke. Oh, jetzt wird er da unten am Rand, oder was? Wird die Folge halt ein bisschen länger. Ja, ich glaube, ich baue hier unten komplett aus auf dieses Einbahnstraßensystem. Das funktioniert dann doch schon deutlich besser. Wir haben weniger Verkehr hier unten. Sollte schon besser gehen. Und jetzt einmal umdrehen. Okay. Irgendwo da hinten, genau. Hä? Was machst du? Ach so, weil die. Ja, die. Die Einbahnstraße hat aufgehört. Oh, wir haben fast kein Leben mehr. Okay, man muss einfach nur waschen. Nur warten, dann geht der Betonmischer auch weg. Weil die sind am schlimmsten. Ich glaube, da explodiert jedes Auto. Ah, fuck. Ich dachte gerade, hey, warum biegst du jetzt rechts ab? Spritzt die Katzen nass. Ist erledigt. Okay. Jetzt aber für was? Ich muss mal nochmal blöd fragen, für was ist denn der Militärstützpunkt? Ihr wollt kleines Gewerbe haben? Könnt ihr haben? Nein. Was wollt ihr noch? Ihr wollt alles haben! Gott, das will. Okay, was ist, wenn wir die Steuern noch mal ein bisschen hochsetzen? Ja, lass mal unten. Ja, wir lassen mal auch mal unten, oder? Geht eine halb. Ja, dann sieht's schon mal nicht mehr so rosig aus. Nicht mehr so. So schlecht aus mit dem Geld. Ich fahre gerade nach Hause, Bürgermeister. Die Potato. Will dann die Füße hochlegen, etwas Leckeres essen, vielleicht etwas Fernseh gucken. Ich fahre in die Garage. Nur ist da keine Garage. Mein Haus ist ein Haufen rauchender Schutt. Was ist denn jetzt? Muss ich mir ein neues Haus suchen? Vielleicht finde ich zuerst ein Restaurant, das noch steht. Oh, hatte der Probleme mit der Feuerwehr? Oh, das ist natürlich. Studieren für Profit. Hatten wir das schon? Ich glaube nicht. Ich hoffe, dass wir nur da nach hinten fahren müssen und nicht noch irgendwo anders hin. Ich frage mich, ob ich als nächstes vielleicht mal gucken soll, ob ich den Friedhof dort wegbekommen und dann die Schnellstraße erweitern. Ja, das ist natürlich das Nadelöhr, ein Nadelohr hoch 10. Oh, der Bus hat schon nicht mehr so gutes Leben. Muss ich aufpassen.
und auf jeden Fall nicht gegen so einen spawnenden Battle-Mischer fahren. Für mehr Kinder gehe weiter zum nächsten Jude. Okay, machen wir. Ich muss aufpassen, nicht, dass mein Bus kaputt geht. Ah, okay, ich muss dahin, alles klar. Ja, wo ist die nächste Schule? Ja. Oh, achso, weil ich Shift gedrückt hatte. Deshalb hat er plötzlich so einen Satz gemacht. So, ich hoffe, das ist die letzte Schule. Was? Ach so, wir gehen jetzt zu einem Spielwarengeschäft. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Atomkraftwerk! Oh. Die Firma G Main Spielwaren hat aus den Zielgruppentests viel gelernt. Ihr bösartiges Spielzeug wird die ganze Sim Nation während der Urlaubssaison erobern. Das Unternehmen hat Kartoffelhausen eine Spende zukommen lassen, um dir für deine Fahrkünste zu danken. Der einzige Haken ist, dass die neuen Spielzeuge abgereicherte Uraniumkugeln benötigen, um zu funktionieren. Die Spielzeugfirma Wuko Toys hat ein paar Fäden gezogen, damit du ein Atomkraftwerk in deiner Stadt bauen kannst. Dann sollte alles klappen. Cool! Aber alles weitere sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dahin. Ciao!